Und hier müssen wir aufpassen, weil es dunkel ist. Nicht, dass wir irgendwo dagegen fliegen. Hä, sind wir jetzt falsch geflogen? Ach nee. Oh shit! So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video und heute sind wir mal in Star Citizen unterwegs. Das Spiel hatten wir schon länger im Auge, aber wir sind ganz froh, dass wir jetzt erst dazu getroffen sind, weil viel eben Content dazugekommen ist und Bugs behoben sind. Was nicht heißt, dass das Game bugfrei ist. Im Gegenteil, es sind noch extrem viele Bugs und wir haben auch leider gemerkt, dass gerade im Koop-Spielbereich da viele, viele Probleme mit sich bringt. Aber nichtsdestotrotz ein vielversprechendes Game, aber wir wollten jetzt einfach mal zeigen, wie wir so unser erstes Geld verdienen. Das ist nämlich eine Frage, wo ich mir am Anfang gedacht habe, okay, wie, was, wo? Und das Spiel schmeißt einen einfach ins kalte Wasser und ja. Also wichtig vorab, ihr braucht für das, was wir jetzt machen, nichts kaufen. Keine Ausrüstung oder sonst irgendwas. Lediglich, je nachdem wie lange ihr unterwegs seid, vielleicht ein bisschen Wasser und Essen. Und ansonsten ruft ihr hier an dem Pad euer Raumschiff, welches auch immer. Denn ihr braucht keine besonderen Fertigkeiten an dem Raumschiff. Das heißt, ihr braucht eben ein bisschen Platz, wo ihr nachher eben drei Pakete reinmachen könnt. Wir machen eine Delivery-Mission. Per 2 müssen wir das Flugzeug abholen. Contract Manager. Also hier sind die verschiedenen Missions. Wir machen eine Delivery, wie gesagt. Und da kann man sich jetzt eine raussuchen. Da muss man eben drei Pakete abholen und die an drei verschiedene Orte geben. Dafür kriegt man 8000 Credits, was sehr viel Geld ist am Anfang, sage ich mal so. Welches haben wir jetzt gemacht mit Vala, Jörg, oder? Ja, eigentlich schon. Okay. Also akzeptieren wir die. Ja, warte mal. Und dann gehen wir auf Pad 2, wo unser Raumschiff steht. Hier sieht man es auch nochmal. Nomad, Pad 2, 1,4 Kilometer entfernt. Pad 2. Dann müssen wir quasi mit dem von der Raumstation starten und dann sehen wir auch schon unser Ort, wo wir hin müssen und unsere Pakete quasi abholen. Die müssen wir dann ins Raumschiff einladen und dann wie gesagt an drei verschiedene Stellen liefern. Und das war's dann schon, dann kriegen wir 8000 Credits dafür. Und damit kann man sich für den Anfang schon mal ganz ordentlich was kaufen. So, jetzt steigt man ins Raumschiff. Hier, das so, der Platz reicht schon locker aus, da kann man die Pakete nachher einfach hinschmeißen und dann eben an den Ort wieder abgeben. Das muss man alles händisch machen. Also muss Paket für Paket holen. Du bist aber noch nicht ein bisschen losgeflogen. Ich starte jetzt. Welcome. Your journey begins now. All systems operational. In der Luft. Ja. Thank you. And please visit again. So, nach dem Start seht ihr jetzt hier Pickup Package. Da müssen wir hin. Das ist unser Checkpoint. 256.000 Kilometer entfernt. Markieren wir jetzt als Ziel Vala und machen unseren Quantum Drive bereit. Und springen dann dorthin. Quantum Travel engaged. Also wir werden jetzt als erstes in die Umlaufbahn von dem Mond quasi gebracht mit dem Sprung und müssen den dann höchstwahrscheinlich noch einmal umfliegen, um zu dem Landestützpunkt zu kommen. Quantum Travel complete. Genau, wo ist jetzt der Punkt? Hier unten. Den wählen wir jetzt quasi wieder an. Und fliegen jetzt gleich den Planeten noch ein Stück weit. Das müsste relativ schnell gehen. Fliegst du zu dem Area 061 Grad? Ja. So, jetzt sind es noch 20 Kilometer bis zur Raumstation oder beziehungsweise der Landepunkt, wo wir die Pakete abholen müssen. Hier ist wichtig zu achten, dass man frühestmöglich landet, nicht landet, sondern bremst.
nicht zu schnell fliegt. Ach, dann heißt das schon an mir vorbei, oder was? Weil der Ort relativ schnell dann auch näher kommt. Hier sind die Packages. Da ist das hell erleuchtet, ist das Landing Pad quasi. Wenn ihr Probleme habt mit dem Landen, könnt ihr mit F4 in die Außenansicht und dann quasi mit Y die Kamera freistellen. Und ich zeige euch das jetzt mal. Quasi so von oben ein bisschen navigieren. Und zurecht landen. Landing Gear natürlich muss raus, ausfahren. So, jetzt gucken wir mal, sind wir hier einigermaßen. Ja, das passt schon. Wie mache ich Landing Gear? N. Das, die Nomad schwebt immer leicht im Boden, also ihr müsst eben maximal mit Steuerung runter. Und dann wird die so schweben. Und halt achten, dass ihr nicht zu hoch seid, sonst kommt ihr nicht wieder hin. So, dann gehen wir wieder in die Innenperspektive und steigen mal ab vom Sitz. Und holen unsere ersten Pakete ab. Also unsere drei Pakete. Ich schalte diesen ab, das Schiff. Weißt du, und ich steige einfach aus. So, hier kann man jetzt runterlaufen. Das ist ein Eisplanet. Also ihr seht links unten, es ist minus 60, 70, 80, 90, minus 100 Grad und steigend. Ist jetzt hier wenig ein Problem für uns. Müssen wir hier rein? Minus 170 Grad. Wenn ihr mit eurem Startausrüstung kommt daneben eine Zahl, die sagt euch dann quasi, wie lange ihr in der Umwelt mit dem Anzug überleben könnt. Da müsst ihr halt eben drauf achten, aber ist eigentlich bei so kurzen Missionen kein Problem, weil ihr nur kurz an der Kälte quasi seid. Solltet euch halt nicht verlaufen. So, und dann hebt man das erste Paket auf und bringt es jetzt zum Flugzeug und ladet es dann ein. Bist du gerade in der Schleuse? Ja. So. Das Paket jetzt einfach schnell ins Flugzeug. Ist relativ langsam. Wahrscheinlich irgendwas Schweres drin. Liegt das hier einfach nur so rum oder was? Ja. So, Enter Ship. So, das packen wir jetzt quasi einfach hier in die Ecke, da stürzt niemand. Und wie gesagt, da passen gut die drei Päckchen hin. Und dann ist kein Problem. Ah, ich habe hier eins auf der anderen Seite noch dann zum Holen. Hier ist das nächste Paket. Das bringen wir jetzt auf Flux nach draußen. Dann müssen wir noch einmal laufen und dann geht's wieder ab ins Universum. So, das dritte Paket lassen wir hier auch daneben hin. Steht es nicht im Weg rum. Okay, dann geht's weiter. Ich muss geschwind auf Toilette. So, jetzt starten wir und fliegen erstmal wieder hoch ins All und dann sehen wir hier schon Drop-off-Package. Und gucken, wo wir als nächstes hinfliegen. Auf einem Planeten müssen wir, glaube ich, zweimal abgeben. Also müssen zwei Erden oder Planeten oder was auch immer anfliegen und dann auf einem eben zweimal. Und jetzt geht's in den Spool. Landegear wird automatisch eingefahren, wenn man in den Quantumsprung geht. Ihr müsst natürlich nachher dran beim Landen wieder dran denken und ausfahren. So, hier haben wir jetzt, wie ihr seht, zweimal muss man das abgeben. Deswegen wähle ich jetzt mal das erste Ziel an, weil man den Planeten wieder ein bisschen umrunden muss. Und dann hoffe ich, dass das andere dort in der Nähe ist.
Quantum travel, engage. Also wenn, das so, wenn ihr so eine gewisse Routine habt und ein guter Flieger seid, solltet ihr so eine Mission eigentlich in 20 bis 30 Minuten abschließen. Und ist, denke ich, für Neueinsteiger, wie auch wir sind, die einfachste und erstmal leichteste Methode, an Geld zu kommen. Und das ohne Vorkenntnisse oder irgendwelche Sachen, ist es eigentlich echt eine gute Sache und verdient man auch, glaube ich, gut Geld. Oh, hier ist man in so einem Grat oder was landen wir? Das sieht ja mal richtig nice aus. So, erstmal runterbremsen. Wie gesagt, fliegt lieber langsamer hin. Ich habe hier schon ein paar Mal mein Schiff zerlegt bei zu schnellen Landeanflügen. Vor allem, wenn es auf dem Planeten dann auch Nacht ist. Das ist echt übel. So, ich sehe gerade, ich will mal ganz kurz gucken. Ich glaube, hier ist ein Stein, wo man abbauen kann, wo man minen kann. Okay, aber das machen wir in einem anderen Mal. So, jetzt erstmal gucken, wo wir hier landen können. Was ist das? Also sieht man jetzt Drop-Off Package, dann steht eine Nummer dran, die 981 hinten, und jetzt dementsprechend das Paket müssen wir jetzt eben auch hier raus mitnehmen. Das hintere Carry. Dann geben wir das kurz hier ab. Exit Chip. Open. Ab durch die Schleuse. Ob sie mal kurz warten können. Nein. So, hier haben wir einen Abgabeautomat. Da kann es sein, dass man daraus die Pakete bekommt oder da rein eben wie jetzt abgeben muss. Da ist wichtig, ihr müsst auf den richtigen Pfeil klicken, sonst funktioniert es nicht. Also Drop-Off, wir müssen es abgeben, also auf den Pfeil nach drinnen. Kurz warten, bis die Luke sich öffnet. Und dann placen wir das hier rein. Dann kommt hier gleich noch so ein Haken, dass es gepasst hat. Genau, dann Daumen nach oben. Und dann können wir quasi schon weiter. So, das wäre jetzt der erste Startpunkt. Ist hier die Schleife? Was? Ja, was funktioniert. So, jetzt müssen wir das nächste, müsste auch noch auf dem Planeten sein. Ja, das ist auf der anderen Seite, dann müssen wir nochmal in Orbit fliegen und dann kurz einmal umrunden. Oh ja, wo siehst du das jetzt? Also, wenn du am Boden guckst. Quantum travel complete. So, jetzt haben wir den Mond umflogen quasi. Nähern wir uns dort und dann geben wir das zweite Paket ab. Bisschen näher hin können wir noch. Ach du Scheiße, ist gerade hell geworden, oder? Haben die Lichter angemacht? 881. Landing Gear, weil war schon zu tief. So, einmal landen. Schmeißen wir kurz das Päckchen raus, 04 hinten. Carry. Sieht schon freezing cold aus. Warum ist denn jetzt hier? Ach, die haben das Licht angemacht, weil ich mich genähert habe, haben die das Licht angemacht. Ist ja krass. Ah, hier ist auch nicht viel wärmer. Cycle ab durch die Schleuse. Hier ist der Automat wieder. Drop off. So. Perfekt, hat auch funktioniert. Es liegt hier rum, Klamotten, Scangerät. Das ist unser Raumschiff. Und dann wieder ab durch die Schleuse zurück ins Schiff.
So, jetzt noch einmal den Mond umranden. Quantum Travel, engage. Trading and Shipping Konsole. Buy and sell. Setzen wir zur Landung an. Schön langsam. An den Gear raus. Okay. Langsam runter. So. Aussteigen. Siebzehn, das passt auch. Perfekt. Carry. Exit Chip. So, dann haben wir gleich unser erstes Geld verdient. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als erstes gemacht habt oder ob euch das Video vielleicht sogar geholfen hat, das erste Geld zu verdienen. Und hier haben wir unseren Automaten, wo wir es abgeben müssen. Eine atemberaubende Aussicht, können wir uns gleich nochmal anschauen. Es lohnt sich auch ab und zu mal einfach so die Landschaft nur anzugucken. Das Game ist schon überragend, hat noch einige Bugs, aber ja. Place. Es muss gleich dann oben kommen, dass wir 8000 Credits verdient haben. Complete Delivery Package. 8000 Credits Award. So, jetzt gucken wir uns noch einmal hier die Stadt an. Sieht schon atemberaubend aus. Auch echt eine cool, also bisher der coolste Platz, wo ich gelandet bin. Hier über der Stadt. Schreibt wie gesagt mal in die Kommentare, was eure erste Mission war, womit ihr euer Geld generell macht oder was auch immer. Die Aussicht sieht schon richtig nice aus. Jo, und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.